Oh mein Gott. Ja, weil ich dich retten musste, konnte ich hier diesen einen geilen Drachensattel nicht aufsammeln. Ist doch jetzt egal, oder? Hauptsache, du hast mich gerettet. Das ist sehr edel von dir gewesen. Die halten aber auch was aus, oder? Ja, und dafür kriegen wir das ist der Kommandant. Guck mal, wir haben gerade noch 39 XP. Nee, 4500. Ach nee, das ist für das Beenden eines öffentlichen Events. Komm her, los, komm. Hier, der Drache. Drauf, drauf, drauf. Oh mein Gott. Schatz. Ruben ist ja echt, wenn du kommst. Ich bin mich gleich tot. Ich bin gleich tot. Gleich. Tot! Oh mein Gott! Ah, die Wachsküsten. So, ich glaube, die Maschine müssen wir zerstören hier, oder? Nee, hä? Hier, die hier. Ach hier, nee, wir müssen das Zeug hier mitnehmen. Nee. Hier, die Flaschen auf dem Boden musst du mitnehmen. Hä, kann ich gar nicht. Dann ist ja ein Inventar voll. Ja, ist es auch. Oh Mann. Kann auch gar nicht sein. Ich hatte das doch gerade erst gelöscht, oder ausgeleert. Das ist aber alles Zeug, was ich brauchen könnte. Ja, ich tu gerade das weg. Kräuter weg. Führungskugel würde ich nicht. So, ich hab's jetzt. Hier, die weg. Hier liegt noch eine Schriftrolle, die du vergessen hast mitzunehmen. Was für eine Schriftrolle? Illusionisten Seidehandschuh. Wie gesagt, mein Inventar war gerade voll. Und jetzt kann ich die Tränke immer noch nicht aufnehmen. Ja, der wird wahrscheinlich wieder aufgefüllt, dann war bei mir auch, ich musste ein bisschen öfter löschen gerade. Nee, ist nicht. Ah! Hilfe! Ich komme! Aber gibt schön viel Punkte das Vieh, oder? Glaube ich. Wir gehen ja mal von aus, dass es wirklich so ist. Huah! Fegefeuer! Das Feuer! 73. Hier, chronischer Kriegshammer liegt da. Ja, ich hab mal aufgehoben. Oh, Leichtkampfdinger, das kann ich nicht damit anfangen. Hast du endlich den Trank? Weil ich würde jetzt echt gern langsam hier rausgehen, weil ich glaube, wir sterben sonst hier drin. Nein, ich kann die Tränke nicht aufnehmen. Ja, oh, wow. Das geht nicht. Vielleicht brauche ich den auch gar nicht mehr aufnehmen. Na, hast du ihn aufgenommen? Guck doch einfach in deine Skillliste rein, ob du hast. Welchen? Na, in deine Questliste, ob du den schon fertig hast. J. Quelle des Verderben, des Verderbnis. Verbrennt Alchemieausrüstung, fertig. Und dann, ja, weiß ich nicht. Mehr kam da nicht. Ich weiß nicht, was du noch gemacht hast. Na, ich bin nochmal zurückgerannt zu dem Typen. Zu welchem? Ich habe jetzt auch 2 von 3 Verteidigungsbefehlen. Dazu die habe ich fertig. Ich brauche jetzt nur noch diese Versuchssache da. Na, ist der? Bist du mit Pax Quister gerade runter zu dem Drachen gerannt? Hat er dir geholfen gerade beim Drachen? Ah, jetzt habe ich die Verteidigungsbefehle. Sehr schön. Nee. Ja, das war dein Fehler. Der muss mitkommen. Wo war der denn? Ich hätte ihn überhaupt nicht gesehen. Oben, der steht immer noch oben. Du musst da mal zurückrennen vorher. Und dann kommt das mit. Ich hab den doch oben angequatscht. Und dann ist gut, der ich habe inzwischen einen Großteil der Informationen entschlüsselt. Achso, ich habe nicht genug. Ich habe wieder keinen Platz im Inventar.
Nee, das ist, will ich nicht wegschmeißen. Wir schmeißen mal weg. Wir schmeißen mal weg. Drachensplitter würde ich mal. Oh, lass mal weg hier. Komm. Oh, da habe ich aber eine sehr mächtige neue Hose gefunden. Jetzt habe ich noch einen Hammer gefunden, der ist aber scheiße. So, jetzt muss ich ihn begleiten. Oh, Leinenfetzen, ja, mach mal. Mein Inventar ist mega voll gerade, so. Ja, meins auch. Während ihr Medizin 1 gefunden habt, habe ich die Rezeptur von Medizin 2 entdeckt. Wir beide können wir vielleicht herausfinden, was genau vor sich geht und vielleicht sogar einen Weg finden, die Mutation aufzuhalten. Wir sind jedoch beide keine Fachleute, also müssen wir einen Gelehrten finden, der sich auf die Alchemie versteht. Da fällt mir nur einer ein. Ich muss unsere Ergebnisse jetzt erstmal zum Hauptquartier melden. Ihr geht nach Süden und sucht den Alchemisten namens Elien Winste im Holzfällerlager südöstlich vom Kalporturm auf. Sie wird euch helfen, Dokumente und Medizin zu analysieren. Natürlich, mache ich. Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ja, hast doch. Komm mit, folg mir. Da heißt es immer, vor allem Männer haben gute Orientierungssinne, hä? Hä? Ja, ich komme mit dieser Karte hier nicht zurecht immer. Komm mit. Ach ja, hier war das ja. Ich bin schon wieder da. Ich stelle mich mal den Kommandant Palpa, während du den Drachenblatt machst. Nein, nicht, dass es gleich wieder heißt. Ah, Spazi, hilf mir. Spazi, wo ist denn jetzt hier der Prax? Na, alleine habe ich kein Problem mit dem Typen. Ja. Toll, nur klasse, dass mich diese komischen Viecher auch angreifen. Wieso ist der Typ eigentlich... gut? Hä, der Kommandant Palpa ist gut, wir haben den gut gemacht wieder. Okay. Kämpfst du gerade gegen den Drachen? Wie? Ja. Los, hier der Drache, komm, hier. Der Drache, hau auf. Hau auf den Drachen und lass uns verschwinden, ganz einfach. Komm. Ich bin tot. Du bist tot? Ich weiß nicht, diese komischen, weil du diesen Kommandanten angegriffen hast, haben mich Kürbisviecher auch. Ah, ich hab dir doch gerade gesagt, dass die Kürbisviecher gut sind. Der Kommandant ist gut, den ich hab den gar nicht angreifen können. Die Kürbisviecher greifen dich automatisch an, wenn du den Drachen angreifst. Ja, und was meinst du jetzt mit diesem gut? Ja, der ist gut, der war nur böse. Der war nur böse, weil der irgendwie von der Medizin, weißt du wie? So, okay. Okay, pass auf, dann, wenn ich jetzt schon mal hier oben bin, dann gehe ich nochmal fix hier, Sachen verkaufen, damit ich wieder ein bisschen leeres Inventar habe. Ich habe den Drachen gerade getötet mit Pax Quister zu... Hä, dein Pax Quister ist aber noch hier, gell? Der hat mir gerade geholfen beim Drachen. Ist auch geil, dass er hier... Dass er dir nicht hilft und mir hilft. Naja, ich hab den ja jetzt erst angequatscht. Der ist stehen geblieben. Obwohl du tot bist, hat er mir weitergeholfen. Obwohl ich die Quest gar nicht mehr habe. So, du... findet was in... keine Ahnung, so jetzt nicht hier. So, ich komme wieder runter. Jetzt kann ich Palpa killen. Ach so, der Palpa ist von der öffentlichen Quest der Oberkommandant. Ja, das, ich weiß. Das habe ich gerade schon gesehen, weil bei mir da eine Meldung kam, die öffentliche Quest und Pipapo abgeschlossen. Kein Wunder, den ich killen konnte. Komm nicht zu ihm hin. Ah, jetzt. Na komm her. Tada! Quest erfolgreich abgeschlossen. Knochen weg.
Jetzt geht das los, was ich gemeint habe. Mit 5000. Bist du da? Sag doch was. Huah! Oh, ich dachte, du siehst das. Nee, ich hab grad gegen den Pack. Shit, ich bin schon wieder tot hier. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Lass mich machen. Ich hab mehr Leben als du. Ich hab mich auf Leben geskillt. Du hast ja eh schon angegriffen. Das heißt, du musst nicht weiter kämpfen. Huah! Gut, jetzt hol dir die Tränke. Ich tu den Rest ablocken. Ich kann mir die immer noch nicht holen. Ich komme mir total verarscht vor. Hä? Warte. Hast du die Quest schon? Du musst da deine Quests mal lesen, die du kriegst. Jetzt kann ich. Ah, okay. Was war denn los jetzt hier? Verstehe ich nicht. Gut. So. Jetzt haben wir das. So, ich habe auch meine Schmutzratten-Quest jetzt ein bisschen fertig. So, dann lass rausgehen hier. Nee, die... Ja, warte, ich muss die Schmutzratten noch machen. Ah, schade, ich habe die eine jetzt gekillt. Hätte ich die übrig gelassen, hätte ich das gewusst. Ah, hier sind noch welche. Ja, lass sie warten, die tauchen doch hier gleich. Hier ist, hier, nee, hier ist doch eine, hier. Hier oben. Hier, ich hitte dir eine an, oder hast du schon eine? Oh, du hast schon eine, okay. Ziel ist nicht von der folgenden Art. Apuria Schmutzratte. Nein, du hast ja noch nicht genug angekratzt. Die muss über 50, unter 50% muss die kommen. Stellt sich manchmal aber auch an, mein Lieber. Die Apuria Schmutzratten, damit sie... Warte mal kurz. Ja, du, der ist ja auch ein Held. Guckt mal, der greift meine Ratte an. Wir haben gerade festgestellt... Er ist noch nicht da, Moment. Den hau ich mal weg hier und dann nehme ich mir nämlich das hier. Hast du es jetzt so? Wir haben gerade festgestellt, du hast meine Ratte angegriffen, deswegen ist es so nichts geworden. Nee, das ist irgendwie... Ich habe doch jetzt hier eine Apuria Schmutzratte. Soll ich mit der jetzt auch angreifen oder was? Nein, das ist irgendwie... Lass die einfach machen. Jetzt geh mir raus hier, komm. Ich will raus aus der scheiß Höhle, sonst sterbt man ja wirklich noch. Ich habe gerade mal eine von vier Schmutzratten da bekehrt irgendwie. Ach so? Okay. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Anscheinend alles. Dass ich Schmutzratten meinen Willen aufziehen kann. Interessant. Du musst ganz einfach, du gehst da der Schmutzratte hin, hittest sie unter 50% an... Und dann tust du ihren Willen aufzwingen. Dann mach... Ich doch auch schon bei der... Ich hatte doch schon eine von vier. Ich hatte das doch schon gemacht. Deswegen frage ich mich, warum das jetzt nicht mehr klappt. Ja, weil du gerade... Ich habe doch kurz bevor du deine... Das heißt, mir vorhin auch passiert. Du hast... Ich muss das ja auch machen. Das heißt, hier rennen auch grüne Ratten von mir rum. Und du... Ich habe mich gerade umgedreht und da hast du versucht, meine Ratte anzuhitten. Du hast gegen meine Ratte gekämpft. Das kannst du nicht machen. Weißt du wie? Du hast einfach nur. Du hast einfach nur die falsche Ratte genommen. Fertig. Na war's nicht. Nee, jetzt habe ich ja selber eine und die wird immer noch nicht gezählt. Ich weiß nicht, was das sein soll hier. Hast du das Mittel. Es sei natürlich, du warst so intelligent und hast das Mittel weggeschmissen. Ich hab hier Gehorsamkeitsdrang. Probier den an einer Schmutzratte aus und benutzen Rechtsklicken. So, das habe ich mir auf 7 gelegt. Keiner außer du hat solche Probleme. Ist doch ganz schlimm mit dir, ja. Ich finde hier einen Drachensplitter nach dem anderen und du hast irgendwelche Probleme mit Schmutzratten. Ja, ich versteh's nicht. So, greif die Schmutzratte an. Bam, 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 bam. Ob sie ob man hier unten auch Erze findet? So, die hat kaum noch Leben. Ich setze den Gehorsamkeitstrank ein. Nutzt die Apuria Schmutzratte, damit sie in der Schlacht beitritt. Bla, bla, bla. Jetzt müsste da gleich. Jetzt müsste da gleich so ein grüner, ekelhafter. Oh, pass auf. Du musst. Damit das zählt, muss ich die Ratte bekehren, sage ich mal so, und einen Gegner damit angreifen. Ach so. Ich könnte jetzt hierbei drauf gehen, aber ich probiere es trotzdem mal.
Komm schon! So, Pfleger ist tot. Und... stirb doch bitte, Drache. Tja. Und dann habe ich zum vierten Mal den Bossgegner Dracheblatt gemacht. Da ist wieder dieser komische chronische Kriegshammer. Ich krieg gleich chronische Anfälle bei dem Typen, ja. Nein, wisst ihr gar nicht. Haben die beide den chronischen Kriegshammer dabei? Nee, Drachensplitter und rostbeflecktes Zweihandschwert, aber das habe ich ja schon. Sehr schön. Und ich sehe hier gerade sogar noch einen dritten Bossgegner. Ah, das ist der. Achso. So, hier müsste der Wolke irgendwo sein. Genau, da hat er gerade wieder eine Ratte bekehrt. So, jetzt haben wir 3 von 4. Ach, siehst du, die hat irgendwie so einen Blütennebel ausgestoßen. Ach, guck mal, ich bin doch Level 19. Ich kann doch wieder mein... Wo ist es denn? Ah, das habe ich in der Bank liegen lassen, weil ich dachte, ich werde nicht so schnell Level 19. Wie war ich damals... Stimmt, da sagst du was. Wie war ich damals auch naiv? Das habe ich natürlich jetzt auch. Das könnte ich auch mal aktivieren gleich bald, wenn ich mein Inventar geleert habe. Kommt alle her. Ich mache ein Ratzenmassaker. Ein Rasaker sozusagen. Hätten Sie gern Ratufeng heute? Ratzofeng? So, jetzt habe ich endlich 4 von 4. Mensch. Und tot! Ne, noch nicht ganz. Jetzt. Wo ist wieder der nächste hier? Ja. Bist du jetzt? Ich warte darauf, dass du fertig wirst. Du bist hier unten. Die Kürbiswachen halten aber was aus, ey. Was? Kim hat nur 22 XP. So, dann los. Dann hauen wir mal ab hier. So, mein Paket kann ich gar nicht öffnen, weil mein Inventar mal wieder gnadenlos voll ist. Hui. So, siehst du mal, da haben wir eine ganze Questreihe jetzt komplett abgeschlossen. Ist doch mal ein Erfolgserlebnis, oder? Was meinst du? Ja, aber jetzt auch nicht. Dann bin ich so sinnlos, dass du die Mission nicht abschließen kannst, wenn du nicht genug Platz in deinem Inventar hast. Ja gut, ist ja logisch, ne? Vielleicht will ich das Geschenk von dem gar nicht. Ich nehme mal an, das ist eine Vorsichtsmaßnahme dafür, dass Leute, die ihr Geschenk haben wollen... Obwohl, man könnte auch eine Auswahloption anbieten. Achso, scheißegal. So. Danke. Ich hoffe, Sie werden Informationen erhalten, die uns interessieren. Diese Belohnung ist für euch. Ihr habt sie euch verdient. Ihr habt keinen Platz im Rucksack. Was hast du gerade gesagt? genau das. Ja, den Ring brauche ich eh nicht. So. Laut diesen Verteidigungsbefehlen sind die Wachen nicht nur an bestimmten Orten positioniert, sondern patrouillieren auch in der Nähe von Samos Zorn. Die Apuria-Patrouillen haben außerdem dazu passende Patrouillenroutenkarten. Helft uns, die Apuria-Patrouillen in Samos Zorn zu besiegen und bringt deren Patrouillenkarten. Ja klar. In der Gehorsamkeitsdrang kann man Schmutzratten tatsächlich darauf programmieren, den Willen eines anderen zu folgen. Wir können den Tram selbst herstellen. Hahaha. Schön. Das freut mich für dich. Weil müssen wir jetzt übelst viele Leute finden. Ihr findet Tev Rosen.
Der ist hier auf der Brücke. Einerseits bewundere ich euren Mut, doch andererseits weiß ich nicht, ob ich jemanden respektieren kann, der für eine Frau mit offensichtlich psychischen Problemen arbeitet. Da ihr mir allerdings bereits gebracht habt, was ich brauche, sehe ich es mir an. Quest abgeschlossen, Level 20. Alle rattenähnlichen Kreaturen verbreiten ausgesprochen oft Krankheiten. Sie sind jedoch von Natur aus dumm und ängstlich. Ohne ihre Anführer gehen sie unter. Unsere beste Strategie besteht also darin, ihren Anführern die Leute zu töten, die sie unterstützen. Diese Taktik sollte euch eigentlich bekannt sein. Wenn ich mir jedoch die Medizinflaschen ansehe, die ihr mitgebracht habt, haben sie noch einen Notfallplan, mit denen sie unter den Untoten eine Seuche verbreiten wollen. Momentan experimentieren sie wohl damit, aber je schneller wir sie darauf reagieren, umso besser. Das Etikett erwähnt die himmelblaue Medizin Nummer 17. Könnt ihr bitte auch davon etwas mitbringen? Ja, natürlich. Hast so. Du die Patrouillenroutenkarten schon? Nee, das habe ich gerade angenommen, das Quest. Okay. Dann verkaufe ich jetzt mal den da und dann verkaufe ich jetzt mal das da. Was habe ich jetzt verkauft? War das das, was ich verkaufen wollte? Ja, doch. Dann verkaufen wir noch Fischspieße, das da, einfache Beschwörungskugel, dann verkaufe ich mal, ich habe übrigens Drachenrüstung jetzt hier, das wird alles verkauft. Mist. Drachenfragment. Was haben wir noch? Kupfererzkristall. So viel Zeug, Alter. Ich würde sagen, wir begeben uns auf direkten Wege jetzt einmal zu... zur nächsten Bank. Ich suche mal die nächste Stadt für uns. Ah, da kommen noch eine ganze Menge Quests zwischendrin. Wir müssen jetzt erstmal in die nächste Stadt. Ja, wir kommen gar nicht so schnell in die nächste Stadt, weil... Wollen wir noch mal eine kurze... Aufnahmepause, ja. Eine kleine Aufnahmepause. Warte mal ganz kurz. Also wir müssen, glaube ich, erstmal zurück nach Peinenhof, weil bevor wir in die nächste Stadt kommen, müssen wir noch an der Samo-Brücke vorbei, am Kryptorf-Testgelände und am Kryptorf-Turm und an dem Parsing-Holzfällerlager. Das müssen wir alles noch besiegen, bevor wir das Kapak-Lager, bevor wir Kapak erreichen. Auf jeden Fall müssen wir uns in Tama ordentlich lernen und wirklich die wichtigen Sachen wieder auf die Bank bringen und... Darum fliege ich jetzt zur Bank und dann machen wir eine Aufnahmepause, oder? Ja, gut, dann machen wir es so. So. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Na, ganz normal ist das vordere Tor durch. Wir haben hier nämlich auch neue Quests bekommen, habe ich gerade gesehen. Nutzen wir doch einfach mal den Ortswechselzauber. Wozu haben wir den denn? Ach stimmt, da gab es ja noch einen Zauber, gell? Weil mittlerweile durch das ganze Gefarme habe ich, glaube ich, schon 25.000, wenn ich mich gerade nicht verschielt habe. Ich habe 23.000. Gibt Farm Geld? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Nee, also das ganze Zeug... Warum sind bei mir die ganzen... Ich sehe bei mir die Menschen nicht. Blöd ist das denn? Doch, jetzt langsam. Gut. So, Transportzentrum. Ich würde gern einmal nach Helmond. Dankeschön. Oh, endlich da. So, jetzt auf die Bank. Was legen wir denn jetzt ab? Wir legen mal die ganzen Ausrüstungssteine, den komischen Ball, das Rezept, das da können wir weglegen. Wir legen weg das da und das da und das da und... Das Gras können wir verwenden noch, das können wir noch bearbeiten. Deswegen lasse ich das gerade mal. Nehme ich mal mit und dann gehen wir mal kurz kochen. Ne, geht nicht. War es doch hierfür, oder? Ne, auch nicht, keine Ahnung.
Ja, ich wäre dann soweit, lieber Wolke. Ich verstehe es nicht. Ich habe hier irgendwas zum Kochen, das soll verfeinert werden, aber egal, ich verkaufe das jetzt. So, das kommt weg. Das kommt weg. Der Salat kommt weg. Das kommt weg. Ach siehst du, ich wollte noch mein Dings öffnen. Nenn ich das. Ich möchte mein Anfängersche Geschenkepaket öffnen. Hui, und damit ist es zum normalen Geschenkepaket geworden und ich habe bekommen. Was habe ich denn bekommen? Attributskristall, Dämon, Transferkristall. Katalysator. Irgendwas habe ich bekommen, keine Ahnung. So, öffnen wir mal hier das Paket. Tja, hab eine ganze Menge bekommen. Ah, ich habe mein Paket von Level 17 noch nicht mal geöffnet gehabt. Ja, das ist nicht so gut. Na dann, liebe Freunde, der Wolke wird sich noch ganz kurz sein Paket jetzt öffnen und... Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich auf der Map gar nicht. So. Hey, wieso bist du noch in Pionhof? Weil ich hier erstmal Sachen verkaufen wollte, ganz fix. Na gut, dann lass mal den Wolke einfach mal verkaufen, weil ich muss ganz dringend auf Toilette und deswegen sage ich jetzt einfach mal schon mal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss. Wo ist mein Schatz? Wo ist es? Ja, herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen, Zuschauer, Herren, Let's Play Begeisterte, Unbegeisterte, nicht ganz so Begeisterte, halbwegs automatisch Begeisterte, was weiß ich nicht alles. Möchtest auch Hallo sagen? Leute, die das hier einfach nur aus Mitleid schauen. 90% der Zuschauer also. Und die anderen 10% wir begrüßen euch. Ja, während der Wolke gerade genau online kommt, tue ich schnell mal meine Gewürze, die kotzt mich nämlich mega an, die Gewürze, die ich dabei habe, mal kurz zu der Quest hinbringen. Oh. Das war nicht schlecht. Was? Ja, der war gerade ein riesen Zombie, oder? Da konnte ich nicht widerstehen und musste einfach zuschlagen. Ach ja, ich habe auf meinem Privataccount Probleme. Nö. Da habe ich, es war so auch ein riesen Vieh entdeckt. Was ist das denn hier? Hier sind ein paar Zombie-Horden unterwegs, das ist ja unglaublich. Ein Riesenvieh entdeckt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir genau waren. War doch hier bei... Ich weiß, dass wir in dieser komischen Höhle waren, da all mögliche Sachen gemacht haben. Komische Höhle, alle möglichen Sachen gedacht. Meinst du den großen Skelettdrachen, den wir gekillt haben, oder meinst du jetzt im Let's Play? Na, im Let's Play haben wir doch hier. Ach so. Waren wir doch bei Prax Quisten in dieser Höhle, ja, genau, haben da irgendwelche Alchemie-Dinger. Wir haben alles davor gemacht, die ganzen... Was? Krausenmurmel... Ach so, nee, ich dachte gerade, das sind Eier. Ich dachte, ich habe Eier gefunden. Wollte schon sagen. Ja, wir wollen jetzt... Letztendlich mal welche. Oh, das war also böse. Noch mehr als ich mittlerweile, mittlerweile eh hab, meint er. Genau. Natürlich reden wir hier von Hühnereiern. Ja, weil ich habe heute Spiegelei gemacht und jetzt habe ich keine Eier mehr im Kühlschrank. Genau. Warum hast du Spiegelei gemacht? Wegen deinem Vorkochen.
Überleitung Deluxe war das jetzt mal. Bitte geh dich aus einem Diss einfach mal. Bitte geh dich einfach erhängen in diese Überleitung. Aus einem Diss einfach mal eine Überleitung gemacht. Mensch. Ja, wenige werden es wissen, also wahrscheinlich 0%. Ich komme gerade direkt von meinem Vorkochen für die Prüfung und ja. Das wollte ich eigentlich. Was hast du denn genau gekocht? Was ich genau gekocht habe. Ja, ich habe. Ups. Ich habe erst bei dem Baumstamm verfehlt. Ich habe eine Tomatenessenz, eine klare Tomatenessenz gekocht. Mit Basilikum-Baisers, also gepochierten Basilikum-Baisers. Kann man sich so vorstellen, das sind einfach. Man schlägt sich Eiklar auf und tut das dann mit Basilikum. Boah, dieser dumme Drache. Man schlägt nochmal. Also man schlägt sich Eiklar auf, tut da Basilikum reinschmeißen und tut das dann im kochenden, also im fast kochenden Wasser, ja, aufkochen, ankochen, durchkochen und dann hat man das. Ich bin schlecht, ich bin absolut übermultitaskingfähig. Als nächstes gab es dann einen gefüllten Kalbsschmorbraten mit Pilzfüllung. Dazu gab es Herzoginnenkartoffeln oder auch Pommes de Chaise und eine Weißwein, Lauch, Paprika, Gemüse, dazu eine Schü und was gab es noch? Als Dessert gab es dann zwei Parfaits, ein Schoko- und ein Vanilleparfait mit einem Blaubeersalat und einem Zitrussalat. Der besteht aus Zitrone, Limette und Orange. Ja, das war es alles in allem. Na, das klingt doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Auf Arbeit haben sie sich dann rumgerissen, wer es essen darf. Kam der Habidera ganz traurig rein zu uns. Ich habe kein Dessert abbekommen. Oh. Ja, also das klingt fast so, als könnte man es sogar essen. Diesmal haben sie was gesagt, du da kochen möchtest. Habe ich wirklich gute Arbeit geleistet. Beim letzten Mal hatte ich ja, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gekocht. Beim ersten Mal hatte ich ja noch einige Fehler eingebaut. Da war noch so das Probekochen. Das war erster Test. Und ja, diesmal ist die Vorspeise eigentlich super gewesen. Da gab es gar nichts auszusetzen. Hauptgang gab es Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wie man anders anrichten könnte oder so. Und beim Dessert haben wir dann uns dafür entschieden, dass wir es doch anders anrichten. Das sah ein bisschen doof aus, wie ich das hingelegt habe. Sonst war ich alles ganz cool. Geschmacklich hat alles komplett geschmeckt. Gab es nichts auszusetzen. Darum bin ich ziemlich glücklich heute und gehe, obwohl ich gedacht habe, ich habe mich verkalkuliert und zu wenig Kartoffeln und sowas bestellt, bin ich eigentlich ganz glücklich und spiele jetzt mit dem Wolke hier Let's Play. Wie man merkt. Na, ja? Das klingt auch sehr gut. Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Ich werde dann nächste Woche nochmal kochen, zum dritten Mal. Und dann geht's in die Prüfung. Klingt nach dem Plan. Klingt nach dem Plan, gell? So. Oh, Planchen. Ich habe festgestellt, ich bin gerade wieder in Helmut. Ja, wir waren in Helmut. Ist mir eingefallen, ich hab... Wegen der Bank. Wir hatten doch festgestellt, dass wir so schnell nicht zum nächsten Ort gelangen, gell? Deswegen haben wir gesagt, wir gehen nochmal schnell nach Helmut und beenden die Folge erstmal. Man muss ja auch sagen, ich habe... ich kann Topf mit Immergrün herstellen. Einrichtungs-Items. Also ein Topf mit Pflanzen drinne. Aber mach jetzt... Wahrscheinlich dürfen wir gar nicht sammeln. Also ich habe hier schon... Hab hier gerade beim Fällen noch gebrochen. Einen Haufen Sachen gefunden. Nee, ich habe beim Wasserweidenblock Fällen noch Verfeinerungsessenz gefunden und Wasser-Grasholz-Kern und hast du ja, nicht also gesehen und das Problem ist wirklich, wir geben halt kein Geld aus, momentan zumindest nicht für das Spiel. Das heißt, wir haben nicht so viele Itemplätze frei, wir können nicht so viel lagern. Das wird uns, glaube ich, so ein bisschen zum Verhängnis, wenn gerade ich bin sehr sammelgierig, was sowas angeht. Ja, ne, ich bin da... Das ist bei mir immer unterschiedlich, je nachdem, also... Ich mache mir jetzt meistens mal einen Topf mit immer auch so einer, der dann... Level. Genau. Ja, oh, ich kann sogar... Ich bin da meistens auch so einer... Ich kann sogar Kupferblöcke der herstellen. Dann voll loslegt. Oh, ne, kann ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem. Wir müssen uns dann wirklich ein bisschen... Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Achso. Ja, mit Q nach vorne laufen ist auch nicht so das Beste.
Oh, ah, ich habe gehört, ich kann sogar Ohrringe machen. Abenteurer-Ohrringe, Arienter-Ohrringe und Priester. Ne, was kann ich jetzt davon herstellen? Ah, Abenteurer-Ohrringe. Bindet sich beim Ausrüsten 5 Entbindungen übrig. Hä? Diese Ausrüstung ist maximal 2 Entbindungen. Das ist ja cool. Bindet den verlorenen Artikel. Was wollen die denn? Kurze Frage, hast du gerade auch so eine Quest bekommen? Große Augen finden. Finde den verlorenen Artikel. Ich habe Überdosis auf Patrouille und Skillverbesserung. Skillverbesserung habe ich nicht. Ich habe auch Überdosis auf Patrouille. Und in Gegenden rum, die kein was angehen. Nee, ich bin jetzt hier in. Ach, Alter, wie heißt das? Ich bin Level 12. Du musst in der Rüstungsschmiede mal auf Level 11 kommen und dann Kupfererz schmelzen. Da kriegst du gesamtes Level nochmal dazu. Das bringt übelst viel. Krass, Alter. Okay. Ich bin gerade mit einmal. Nee, bei mir ist hier gerade. Du hast doch hier dieses Kampferfahrung. Sucht nach dem Himmelsdrachenritter, bla bla bla. Ja. Bei mir ist da drunter gerade irgendwas aufgeploppt hier von wegen große Augen. Findet den verlorenen Artikel. Ja, ist bestimmt nur wegen weil du zu nah an irgendwas dran bist. Wenn du Lazulidsteine hast, heb die dir auf. Lazulidsteine heißen die. Damit kannst du Ohrringe machen. Also du wirst, ey, dass wir hier noch alles craften werden können. Ich freue mich jetzt schon drauf irgendwie. Ja, also meistens, wie gesagt, sind die Sachen, die ich eh schon habe, eh besser. Ja, du steigst ja Level durch aus. Lass mich hier. Also ich guck grad mal. Drachenlager. Produzent Nerymare. So. Bindet sich. Ah, die haben eigentlich. Ach, kann das sein, dass die vielleicht. Warte mal. Machen die überhaupt irgendwas, die Ohrringe? Oder kann ich die vielleicht ausrüsten, sodass man die sieht? Ich habe einen Topf mit Immergrün gemacht und ich habe. Bin leicht überfordert gerade. Merkt man mir zum Glück meistens gar nicht. Merkt man gar nicht. Ja, wollte gerade sagen. Oh, ich bin Level 3 bei der Alchemie, das muss ich aber schnell ändern. Hui! Level 4! Level 5! Wenn es beim Pokémon damals so schnell gegangen wäre. Level. Ja. Level 6! Das wäre gut gewesen, du. Aber wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. Das jetzt ist schon cool, weil hier musst du wirklich. Du musst da hier wirklich, glaube ich, 10 verschiedene Skills auf Level 100 bringen und dann noch deine Drachen dazu. Ach, siehst du Drachen? Das ist schon ganz okay, dass man so hier ein bisschen schneller levelt. Also, sonst würde man hier ja nie fertig werden. Und ich denke mal, ja, wenn genug Leute die Level 100 Grenze erreicht haben, dann werden die Skill-Level auch nochmal angehoben, dass man mehr leveln kann. So. Der hat Trainingslevel 3, der hat Trainingslevel 0, aber ich behalte auch nur den hier. Der ist nur zum Sammeln da. Darum tue ich den weiter hoch. Gillen. Nicht genügend Ware. Achso, ich müsste ja natürlich erstmal ins Drachennest. Was haben wir denn hier? Wir haben 5-mal unbekanntes Erz. Wir haben 100-mal. Also erst, wir haben 600-mal Drachenware. Ach du Scheiße. Was meinst du? Wollen wir uns die Drachenwaren vielleicht aufheben, wenn wir dann gute Drachen haben, dass wir die mit einem Schlag übelst hochleveln können? Ich gebe die immer mal dazu beim Drachen. Dadurch, dass ich halt 2 Drachen eigentlich nur auf Hackfleischsuche schicke und dadurch immer 600 Drachenwaren bekomme. Insgesamt. Ja, ich glaube, ich mach's auch. Also den einen werde ich komplett trainieren hier, den Dora, also Flup. Ja, ne, ich hab. Flup. Und da haben wir unseren. Ich trainiere jetzt meinen Aschefelsdrachen und werde den dann mit Level 10 auf die Akademie schicken. Und ja. Na, ich tu mal die Drachenmacht hier ein bisschen steigern. Ich was ist denn die Akademie, hä? Habe ich jetzt was verpasst? Na, du kannst deinen Drachen ab Drachenlevel 10 auf diese Akademie Lady schicken. Lady Akademie meinst du? Genau. Da bleibt er dann auch. Das heißt, du hast ihn dann, kannst ihn nicht mehr zurückholen. Kriegst dafür aber auch eine Belohnung, abhängig vom Drachenlevel. Vielleicht warte ich auch noch, vielleicht level ich den. Also, die haben gesagt, bei Drachenlevel 100 gibt's die beste Belohnung. Ja, steht ja da, weil welche Belohnung du kriegst, kannst du nachlesen.
Genau, so. Ich bin jetzt wieder an dieser Wasserbrücke. Oder wie man das nennen möchte. Ich sammle mir gerade, ich schicke meine Drachen los, damit die mal 10-mal unbekanntes Erz holen, weil ich ein bisschen in der Rüstungsschmiede aufsteigen will. Weil die doch recht geil ist. Wir haben jetzt rausgefunden, dass man hier sowas extrahieren muss. Deswegen guckt man gleich mal drauf, was man jetzt hier aus der unbekannten Pflanze rausbekommt. Achso, die Aktion ist nicht möglich, während ihr reitet. Okay, du kannst also nicht extrahieren, während du reitest. Das ist bestimmt sehr unwichtig, aber jetzt weißt du es. Ah, das war mir echt fast schon klar. Warte mal, was bekomme ich denn da jetzt dazu? Doran Sprossling und... Ja, ich habe jetzt Doran Gras Spross bekommen. Ja, genau, den hatte ich auch. Ich hatte das gerade alles verkauft. Und jetzt bekomme ich... unverfeinerter Erzkristall. Das darfst du auf keinen Fall verkaufen, das brauchst du später auf jeden Fall fürs, Handwerk. Also die Dinge auf jeden Fall, das kannst du... Ja, aber lass doch erstmal in die nächste Stadt kommen und dann... Weil ich mir mein, ich denke mir, das Zeug finde ich so oft nochmal. Ja, schon klar, aber... Muss ich jetzt mein Inventar nicht mit vollklatschen. Gerade was handwerkliche Berufe und sowas bei solchen Spielen angeht, bin ich sehr geil drauf. So, und zwar habe ich jetzt... Ich habe jetzt gerade hier wieder 100 noch was Erze. Ich starte also mal ganz kurz hier meine Erzleiste. Wir machen mal 5 Vorgänge. Ach komm, Mann, ich wollte gerade fragen, wo bist du eigentlich? Aber so wie das ging, bist du wieder ein Helmut. Nee, ich bin, Moment. Ich schau gerade, wo du bist, aber ich sehe dich gar nicht. Ne, ich bin jetzt in Samor. Ach so, ich bin im Panion. Jetzt dann. Ich bin in unserer Lieblingsstadt. Muss auch sagen, also ich bin mittlerweile auf meinem Hauptaccount Level 25 und ich häng immer noch im Panion rum. Weil hier rings um Panion ist einfach so viele Quests und so. Panion ist einfach so eine Hauptstadt hier mit in dem Spiel, muss ich sagen. Also in der auf der Map hier. Das ist so mega klein. Wie will das eine Hauptstadt? Ja, aber du findest dich halt hier mega schnell zurecht, ne? Du weißt sofort, wo du bist. Und ich war schon in der Hauptstadt. Das ist ein Ding, Alter. Ja, ich war einmal drin, ich habe nichts gefunden. Ich bin da rumgerannt und ein übelstes Überbrücken von Metern, bis du zum nächsten Gehege von irgendwas kommst. Und oh, es war so schlimm. Glaub mir, es war so schlimm. Kann ich... Oh, ich kann Abenteurerring machen. Cool. Klack. Und gleich mal ein bisschen aufgestiegen. Ja, welches Level hast du? Lädst du mich kurz in die Gruppe ein? Ich bin gerade noch hier am Machen. Dazu musst du erstmal herkommen. Geht das nicht so über weit? Wir müssten doch Freunde sein. Warte. Charakter, Gehege, Reiten, Beschwören, Drachenkombinium, Rucksack, Skills, Ausrüstung, Questtagebuch herstellen. Gefährt. Freundesliste. Kompass. Wolke. Ich kann dir sogar ein Geschenk senden. Spitznamen bearbeiten, Namenskarte prüfen, Einladung zur Gründung einer Gruppe. Tada! Tada! Level 19, was für ein Level habe ich denn? Level 20. Du kannst dich ja schon mal ein bisschen leveln. Welches wie viel Prozent von deinem Level hast du? 61. Dann bin ich Level 20. Auch das bringt hier nichts. Oder können wir hier irgendwas anderes machen? Nee. Hier können wir auch nur Felsen herstellen. Wir wollen ja jetzt keine Felsen herstellen. Deswegen gucke ich mal ganz kurz, ob wir eventuell... Was ich cool finde, man kann halt wirklich, wenn du Steine hast, du kannst mit den Steinen wirklich alles machen. Du kannst mit den Steinen zum Feinschmied gehen. Du kannst mit den Steinen zum Werkbank gehen. Du kannst damit zum Rüstungsschmied gehen. Du kannst damit zum Schwertschmied gehen. Finde ich ziemlich geil, dass man, dass das da ein bisschen grob gefasst ist. Obwohl ich nicht ganz verstehe, was du mit Stein beim Schreiner möchtest, aber so ein Fehler darf dann glaube ich auch mal vor. Na, Steinschreinern. Schreinern. Oder Steinern oder was? Was? Genau. Oh, Steiner. Beim Steiner. So. Noch schnell mein Koch. Also ich bin jetzt glaube ich in allen Bereichen über Level 10. Schon. Ich weiß nicht, wie weit du bist, aber man sieht, dass ich wohl glaub, dass ich, beim wohl, das Einzige, wo ich wirklich weit bin, ist beim Koch, da bin ich glaube ich Level 8. Okay.
Ja, man sieht schon und oh, was war das denn? Katampa, ah cool. Ich bin halt. Bringt mir das was? Ich bin halt eher so dieser, ich will alles niedermetzeln nice. Und ordentlich Kohle machen Typ. Ja. Es gibt halt Unterschiede, aber ich finde es halt cool, weil man merkt schon, dass ich schneller level als du, weil ich mich halt doch vielleicht ein bisschen besser mit dem Spiel auskenne. Wie das halt meistens ist, wenn ich im Wolken zusammen Spiel spiele, komme ich irgendwie schneller rein immer. Was auch daran liegt, dass ich privat vielleicht mehr zocke. Und das ist ganz cool, dass es sowas gibt, weil dann kann ich mich hochleveln, dann bin ich vielleicht hier 20 Level über ihm, aber das interessiert im Endeffekt ja gar keinen. Ah ne, Moment, die Alchemie habe ich noch nicht fertig. Aber ich habe noch 19 Dorangras, ich kann auch 19 mal das Dorangrasbüschel herstellen. Da bin ich dann auch Level 10. Ich denke mal, du bist halt ein höheres Level als ich, weil du eben hier die ganze Zeit diese Sachen einsammelst. Ja, das die gibt geben wesentlich. Nee, das gibt wesentlich. Warte mal. Nee, das gibt keine Erfahrungspunkte dazu, wenn ich das mache. Aber ich glaube, wenn ich es einsammle, doch. Hat doch ein XP. Ja, ja, wenn du das einsammelst, das meine ich ja. Ja, man muss aber sagen, ich bin halt wirklich der Typ, ich renne rum und ich sammle. Das war schon damals. Ich bin mit Vladi, mit Warbase bin ich damals in Oblivion oder so rumgerannt und er hat mich gefragt, warum nimmst du diese alten Lappen mit und so? Es bringt, habe ich gesagt, es bringt 2 Gold und ich bin halt immer der gewesen, ich kann einfach nichts liegen lassen. Ihr kennt es aus Minecraft, ich habe in Minecraft über 1000 Kohle mittlerweile und ich kann trotzdem Kohle nicht liegen lassen. Ich bin einfach niemand, der irgendwas liegen lassen kann. Das liegt einfach nicht in meiner Macht. Alter, ich kann... Was? Nein! Nein! Mist! Ich konnte irgendwelche Basistränke herstellen mit Dorangras. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, mir kurz Dorangras. Das will ich jetzt wissen, was das ist. Weil wenn ich jetzt Heiltränke herstellen könnte, das wäre natürlich nice, oder? Ja, da kannst du auch einfach was zu essen machen. Natürlich habe ich jetzt hier nirgendwo Dorangras. Oh mein Gott. Bin gleich wieder da. Du levelst wahrscheinlich gerade munter fleißig, also von daher soll es auch kein Problem. Ich muss auch sagen, ich habe für die Aufnahme gerade wirklich das erste Mal meine Platte reinigen müssen. Ich habe gerade auf meiner Platte 1200 GB Aufnahme gehabt und musste erstmal 400 GB davon jetzt weg runterhauen, die ich schon verarbeitet hatte. Tja. Also ich habe... Kannst du mal sehen, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel 900 GB schon aufgenommen. Von Dragon's Prophet. Das ist ja jetzt... Ich habe jetzt vorhin mal geschaut. Wir haben jetzt... Also eine Stunde ist ungefähr 100 GB bei dem Spiel. Kann man sagen. Na, nicht schlecht. So, ich bin mal kurz hier wieder in Helmut und... Oh, da greift mich erst bei der Amok-Zombie an. Uah! Komm, gib mir Essenzen, du kleine... Lustig leuchtende. Wie easy ich den einfach mal mittlerweile kille. Ja, ja, ja. Und er gibt mir Skurrilexenzen. Nice. Kommst hierher, um Grau zu pflücken, kriegst Skurrilexenzen. Ist eigentlich übelst geil, wenn du so eine Skurrilexenz killst und die jetzt, sag mal, nicht sammeln würdest. Dann hättest du einfach mal mit einem Schlag... $3000 gemacht. Oder Gold. Ja, ja, also mit den Dingern kannst du ordentlich Geld verdienen. So, ich habe 4 Kraut gesammelt. Jetzt komme ich zurück. Na komm. Ja, ich würde sagen, du kannst da mal kurz die Map aufschlagen. Ich kann ich fliegen, während ich die Map offen habe? Ja, genau. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir machen dann... Zur Panion Wasserbrücke, da hast du die beiden Quests. Gell, da biegt man nach links ab und machen die beiden Quests erstmal. Oder was? Ja, wir hatten, glaube ich, das in der letzten Folge hatten wir schon mal einen übelst ausgetüftelten Wegplan gemacht. Ja, genau. Basisaktionsdrang. Erhöht sofort Aktion. Ach, das ist ja nice. Weißt du, was das ist? Du hast doch oben den blauen Balken, ne? Und der blaue Balken, der ist ja der Ausgab, das ist wie Mana. Und deine Attacken, die du benutzt, die brauchen ja Mana. Und dieser Basisaktionstrank stellt dein Mana im Kampf wieder her. Okay. Also das ist wirklich sinnvoll. Gut, also... Kostet mich 28 Gold, wenn ich den mache.
Und ich könnte ihn für 13 Gold verkaufen. Dorangras kann ich für 1 Gold. Also dann mache ich aus 2 Gold. Aus 30 Gold mache ich 13 Gold. Naja, das ist okay. Und ich krieg so... Ja, 4 Gold. Ach nee, es kostet mich 4 Gold. Das heißt, ich mache aus 6 Gold 3... Also man könnte die sogar gewinnbringend verkaufen, die Dinger. Wenn man sie sich in großer Menge macht. Was habe ich dafür jetzt gebraucht? B? Einmal Gras und was noch? Stand jetzt gar nicht da. Erfordert Level 10. Die packe ich mal auf die R. Alter, das ist ja mal mega geil, muss ich sagen. Ja, 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 nee. Weil dann kann ich die, schon mal... dann kann ich davon 100 Stück machen und dann habe ich 700 Gold einfach mal gut gemacht. Mit einem Schlag, einfach so durch 100 Mal. Ich verkaufe jetzt einfach mal ganz kurz, was verkaufen wir denn? Ich wollte die Ohrringe verkaufen, die brauche ich nicht. Ich wollte das Halsband verkaufen, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich wollte noch irgendwas verkaufen. Irgendwas wollte ich noch verkaufen. Ach, die Topfpflanze, genau. Also durch das Sammeln... Durch das Sammeln dieser, Gräser, was weiß ich, erreichst du wesentlich schneller Level, weil für die Drachen und sowas hier gerade kille, kriege ich 30 XP. Dann habe ich hier Salzholzblöcke abgebaut zweimal. Und dafür habe ich 99 XP bekommen, also... Ja, okay, dann wissen wir, warum ich so schnell level. Kein Wunder, dass du da immer 50.000 Level über mir bist, ne? Jetzt übertreibst du mal nicht, ne? Immer schön realistisch bleiben. Wie weit bist du von der Zombie-Stadt? Weiß ja, wie ich es meine. Wie weit bist du von der Zombie-Stadt entfernt? Na, du weißt doch, wo wir hier diesen verdorbenen Ausbilder killen mussten, oder? Verdorben, ja, genau. Da, wo diese ganzen Aschefelsdrachen sind oder Teufelsschuppendrachen, so rum. Ja, 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 ja. Da bist du gerade. Weil ich mach gerade den Boss in der Zombie-Stadt. Genau, da bin ich. Ich dachte mir, wenn ich vorbeikomme, kann ich mir gleich mal ein paar Skurril-Exenzen wiederholen. Darum habe ich den Schopf am Fuße gepackt und meine Füße da am Schopf gepackt. Den Schopf am Fuße gepackt? Ja, ich habe den Schopf am Fuß. Lol, jetzt habe ich mich durch einen Bug in das Mauerwerk rein. Ah, ich komme wieder raus, zum Glück, ey. Jetzt ist das wieder drin. So, und komm. Fragment des Sternhundstagebuch. Geil, jetzt habe ich schon zwei Fragmente. Warum nicht? Was passiert, wenn du da jetzt Rechtsklick drauf machst? Das steht ja mit Rechtsklick benutzen, da steht, du brauchst alle Fragmente. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ach so. Ich habe auch gerade nicht alle dabei. Ich habe nur das dabei. Das andere habe ich weggelegt. Nee, ich denke mal, es wird mehr als zwei Stück geben. Ja, denke auch. Ich denke mal, dass jeder Bossgegner eins droppen kann. So. Oder es ist momentan ein Quest. Das kann auch sein. Das ist momentan... Was für ein Bossgegner eigentlich? Na, alle die auf der Map mit diesem Totenkopf angezeigt werden, das sind alles Bossgegner. Alle, die Skurril-Exenzen droppen können. Ach so. So, du bist gerade unten bei den Drachen, sagst du? Jo. Was machst du da eigentlich? Haben wir neue Quests bekommen? Na. Oh, guck mal zum Himmel. Na, oh, leveln. Himmel, Himmel, Himmel. Ich und der Wolke haben den Knochendrachen ja auch im Spiel schon gesehen, das haben wir, glaube ich, letzte Folge schon erwähnt, gell? Weiß gar nicht. Himmel, ich sehe nichts. Ja, im Himmel. Bist du das auf den Drachen da gerade? Nee. Nein. Nein, ich bin hier unten. Ach, da bist du, ich sehe dich gerade. Ich habe dich auf der Map gerade gesehen. Weil ich glaube, hier kriege ich noch am meisten XP für die Viecher. Hallöchen. So. So, Rezeptur, gemütlicher Eichen-Kaffeetisch. Hui. Mensch, so viele Rezepte, wie ich für die Wohnung gefunden hatte, hätte ich mich hier eigentlich schon mega großes Apartment einrichten können. Kommst hier runter, siehst du noch eine Wolke, wie hier sitzt und sein eigenes Haus schon gebastelt hat, während du hier gerade mal dich irgendwie auf Level 12 gebracht hast beim Alchemisten. Steht er hier mit seinem eigenen Haus. Na dann, Wolke, mach mal auf, wir wollen ja irgendwann den nächsten Stand erreichen, ne? Ja, ich bin immer noch Level 19. Ja, ist ja egal, durch das Quest. Aber jetzt durch das Quest mittlerweile 66%.
Ja, ich hab nur. Wo bist du denn? Ich bin über dir. Ich hab nur 4%. So, ich kletter mal hier auf den Baumstamm. Ich hab nur 4% vom nächsten Level, also so weit hängst du gar nicht hinterher. So, wo müssen wir da genau hin? Folge mich, ich bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Also erstmal wieder hoch in die Stadt. Genau. Du kennst doch noch das große kaputte Zahnrad, gell? Bei der Festung, wo wir gerade sind. Ja. Und hinter diesem großen Zahnrad, da ist eine Truppe, die versuchen, diese Brücke wieder herzustellen. Und da müssen wir helfen, indem wir Nahrungsmittel sammeln und so. Das kenne ich noch aus meinem Quest, habe ich mir gemerkt. Das fand ich ziemlich cool eigentlich, weil es mal richtig wirklich was Sinnvolles war. Ich warte hier oben in der Stadt erstmal auf dich und kann verkaufen dann noch was. Damit ich wirklich mit leeren Inventar dahin gehe. So. Ja, das ist... Obwohl. Hallo, ich will zur Händlerin. Oh, jetzt habe ich den Ring verkauft. Hä? Aber, Lebensmittelhändlerin, sprich mit mir. Jetzt, ja. So, was verkauft man? 6x Salzholzblock. Ich verkaufe das jetzt einfach mal erst. Weil ich wette, dass man das noch ganz oft wiederbekommt. So. Oh, du hast ein weißes Trikot an. Nice. Das ist kein weißes Trikot. Außer, weiße Edelrüstung. Außer, dass ich vorne ein bisschen oder offen bin. Finde ich meinen Charakter momentan ziemlich langweilig. Ich habe so eine schlichte Rüstung irgendwie an und dazu noch dieses hässliche Schwert. Leider ist es momentan auch das stärkste und mit meinem Level sollte man sich vielleicht nicht auf Schönheit konzentrieren, sondern doch schon ein bisschen auf gute Items, damit man vorankommt. Also bis jetzt habe ich eigentlich immer nur gut aussehende und bessere Sachen gefunden. Von daher ja, einiges. Bis jetzt eigentlich auch, gerade eben dieses eine Item war halt gerade, fand ich nicht so doll. Also meine Rüstung finde ich halt ganz okay, aber das Schwert. Hast du aktiviert, dass du mehr XP bekommst, oder? Ja, das habe ich auch so aktiviert. Kriegst du das auch, oder was? Na, dann sollte ich das auch mal aktivieren, dann brauchen wir uns doppelt nicht wundern, warum du. Ja, ich habe gestern schneller die Level hochkommst. Ich habe gestern aus Versehen, als ich beenden wollte, habe ich nochmal im Inventar ein bisschen rumgewuselt und da habe ich gesehen, oh Scheiße, und dann habe ich außerdem draufgeklickt und ja, toll. So, guck mal hier. Da brauche ich mich gar nicht wundern. Zusätzlich zu den unerlässlichen Baumaterialien wurden uns auch viele andere Vorräte, einschließlich Nahrungsmittel, gestohlen. All unsere Arbeiter sind hier und wir können sie nicht verhungern lassen. Die einzigste Art, damit klarzukommen, ist die Parsing-Rotwilde an Parsing-Rotwilde zu gelangen. Hört zu, die Leute hier wissen nur, wie man Brücken baut und repariert und wie man Bäume fällt. Nicht jedoch, wie man jagt. Dafür brauchen wir euch. Na klar, mache ich. So, und da ist der Vorarbeiter Chaves. Oh, der hat ziemlich viel. Jemand wird sicher diese Materialien zurückholen. Wir können die Reparatur der Brücke nicht länger hinauszögern. Gehen wir es an, Männer. Tun wir was für unser Geld. Ich bin schon mal vorgeflogen, um die ganzen Texte lesen zu können. Seufz, was sollen wir nur tun? Gerade wenn Panion statt Beistand braucht, wird die Panion-Wasserbrücke von merkwürdigen Luftschiffen zerstört. Und nun wurde wichtiges Material zum Reparieren der Brücke gestohlen. Warum passiert immer nur Schlechtes? Also gut, wir können es uns nicht leisten, weiter zu warten. Ich mache all die Arbeit, die ich kann. Ihr habt doch bestimmt diese Parsing-Wildbären hier rumlungern sehen, nicht wahr? Tut mir einen Gefallen für die Sicherheit der Baustelle. Beseitigt die Parsing-Wildbären in der Gegend. Na klar. Des Weiteren, ne? Komm her. Um jeden Preis. Aus Spinnenseide der Waldspinnen kann man stabile Seile herstellen. Wir haben alle unsere Vorräte verloren. Aber zum Glück gibt es dem Team einen Seilmacher. Normalerweise kostet es ein Vermögen, Seile aus Waldspinnenseide herzustellen, weswegen nur wenige sich damit befassen. Aber ich, Chaves, bin jeder Herausforderung gewachsen. Ich habe beschlossen, die Extrakosten selbst zu ertragen und somit sogar eigenes Geld zuzubuttern. Vergesst also ja nicht, Waldspinnenseide zu verkaufen, falls ihr welche in die Hände bekommt. Das ist vielleicht sogar ein Tipp. Könnte es sein, dass man vielleicht wirklich Seile aus Waldspinnenseide machen kann? Das wäre nicht schlecht, ne? Das zu wissen. Also sollte man. Wer weiß, ne? Die Nadeleichhörnchen sind wunderbare Kreaturen. Die Stacheln auf ihren Köpfen sind härter als Eisennägel. Und sie rosten nicht. Damit sind sie halsbarer als Eisennägel. Ideal also für den Brückenbau. Eine gute, haltbare Brücke dient allen.
Helft mir, diese Stacheln zu sammeln. Und klar, ich gerne mal einen Wald, rupp den Eichhörnchen die Stacheln vom Kopf und hoffe, dass sie weiterleben. Warum auch nicht? Hast du die Quest schon angenommen? Nein, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Dann beeil dich. Kannst du mal gucken, auf wem ich ankomme? Guck mal. Hui, nice. Beeil dich bitte, bevor es mich tötet. Ich sammle schon mal 5 Wildbeeren zusammen. Oh. Hier, kommt alle mit. Ja, Rotwildfleisch. Hallo Wildbeeren. Kommt mit. Du kommst mit. Ja, wer ist ein Wildbär? Ja, du bist ein Wildbär. Bist bereit? So. Ich habe 4 Stück. Hast die Quest angenommen? Ja. Und? Warte. Da kommt der. Oh, jetzt haben sie mich umgeschmissen. Bam, 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 bam. Und ich habe sogar einen Drachensplitter gefunden und eine Beschwörungskugel. Da würfeln wir wieder drum, wie wir das halt immer tun. Und ich habe 4 Parsing-Wildbären umgebracht. Jetzt habe ich 5. Dankeschön. Jetzt brauchen wir noch das Rotwild fürs Essen. Lol, ich muss einmal meine Attacke machen, dann ist das Ding tot. Lalala. Zwei Parsing. Machst du die Spinnen, dann mache ich die Rotwilde. Ich mag die Spinnen nicht. Die sind eklig. Bin eine Frau, ich mag keine Spinnen. Nee, ich mag auch als Kerl keine Spinnen, muss man immer sagen, ne? Ja, ich bin auch nicht so der Fan davon. Hinter Glas finde ich sie cool, aber das war's dann auch schon. So, warte mal, jetzt mal. Oh, ich brauche noch einen Wildbären. Weißt du, brauchst du einen Wild... Parsing Rotwild? Nein. Warte, ich bin gerade neben einen, ich kill einen. Naja, warte, ich hab hier auch einen. Ich bin schneller fertig. Können wir hier so ein... Ja, ich kill hier erstmal so ein Eichhörnchen.